Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV. Vor 35 Jahren haben sich meine Eltern das erste Mal getroffen. Und um diesen Meilenstein zu feiern, haben sich mein Vater und ich überlegt, wir müssen eigentlich ihr irgendwas schenken. Nun, da wir autointeressiert sind und es eine lange Zeit war, haben wir gedacht, es ist Zeit, ihr ein Auto zu schenken. Welches genau? Nun, es steht hier drüben. Das ist ein Peugeot 306er Cabrio. Meine Mutter hatte zwei davon. Einen davon, als ich nur ein ganz kleines Kind war. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich im Babysitz auf dem Beifahrersitz hockte oder wie meine Mutter verzweifelt versucht hat, den Kinderwagen in den Kofferraum zu kriegen. Ein Auto voller Erinnerungen also. Also wird es etwas ganz Spezielles sein, wenn sie das Auto zum ersten Mal sieht, denn es ist eine Überraschung. Allerdings ist vorher noch was zu erledigen. Das Auto ist noch nicht ganz fertig. Und bevor Mutter heimkommt, gibt es noch ein paar Sachen, die ich machen muss. Dieses fehlende Emblem hier zum Beispiel. Es ist eine Kleinigkeit, aber wenn das Auto absolut perfekt sein soll für eine perfekte Übergabe, dann muss dieses Emblem hin. Zum Glück habe ich das Ersatzemblem schon hier. Aber vorher müssen wir den ganzen Schmodder noch runter machen und sauber machen und das kann ein bisschen dauern. Also Timelapse sehe ich das Ganze und ich sehe euch, wenn ich fertig bin. So, jetzt ist das Emblem drauf und das ganze Heck schaut doch jetzt schon deutlich besser aus wie vorher. Da wir schon hier sind, können wir eigentlich auch diesen seltsamen Schottland-Sticker entfernen, damit das ganze Heck so clean ist wie möglich. Starte die Timelapse wieder. So, und schon ist der Sticker weg. Keine Spuren sind mehr vorhanden, zumindest soweit ich sehen kann. Und jetzt ist das Heck perfekt. Schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwas verbessern können an dem Auto, aber ich glaube, es ist bereit. So, ich habe mir das Auto die letzten 5 Minuten jetzt angeschaut und jedes Detail ist jetzt perfekt, zumindest das, was ich jetzt machen kann. Aber ich weiß nicht. Es sieht nicht besonders genug aus irgendwie. Es soll ja ein Geschenk sein. Und ein Geschenk ist ja normalerweise eingepackt in ein Stück Papier und hat eine schöne Schleife. Bei Hochzeiten hat man doch manchmal eine Schleife über die Motorhaube. Wieso machen wir nicht bei dem Peugeot eine Schleife über die Motorhaube, sodass es wirklich aussieht wie ein Geschenk? So, ich habe einen Stoff gefunden, ne? Der ist nur ein bisschen lang. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen was zurechtschneiden. Ich hoffe, dass es quer reicht. Wenn nicht, dann nehmen wir einfach zweimal quer. Und es dürfte dann passen, wenn man es unter der Motorhaube zusammenknotet. So, das Auto ist jetzt fertig und hier sind die zurechtgeschnittenen Stoffstreifen, sind halt in weiß und jetzt nicht in rot, aber ist egal. Generell wäre jetzt alles bereit, um die Schleife zu machen, aber ich habe den Schlüssel für das Auto nicht. Den hat mein Vater und mein Vater ist noch nicht da, wie man sehen kann.
also muss ich jetzt auf ihn warten. Hoffen wir mal, er kommt bald. Ah, da ist er ja, der Vater. Ungefähr eine halbe Stunde zu spät, wie wir ausgemacht haben. Hey, wir müssen noch das Geschenkband hinmachen. Die Sonne geht schon fast unter. Ich weiß nicht, wann die Mama kommt. Also, wo hast du den Schlüssel? Komm, rausholen. Ja. Weitermachen. Ja, ich hab ihn ja. Ich hab ihn ja. Ist ja gut. Das sieht doch so gut aus. Ja, wird schon so langsam. Müssen wir noch ein bisschen verzieren. Und wie? Willst du ein paar Rosenblätter drauf tun? Schauen wir mal. Also, es ist nicht perfekt und es sind noch keine Rosenblätter, aber es ist eine rosa Weihnachtsschnur. Die könnten wir vielleicht dann so da außen rumwickeln, dann kriegst du ein bisschen Farbe. Ja, können wir ja probieren. Ja, und wenn es zu kitschig aussieht, dann können wir es wieder runter machen. Und damit, liebe Leute, ist das Geschenk bereit. Die Schleife ist drauf und verziert, es sieht schön aus, denken wir zumindest. Also warten wir jetzt eigentlich nur noch auf Mama und warten auf ihre Reaktion. Bin echt gespannt darauf. Also bis gleich. Und da ist sie auch schon. Was ist das? Das ist dein Auto. Das ist dein Auto. Ein neues Auto. Ein neues altes. Mein... Ein neues altes Auto. Haben extra ein Schleifchen drauf gemacht. Und was sagst du? Ich habe ein Auto. Willst du denn die Schlüssel zu dem Auto? Ja, die Schlüssel. Ich habe ein Auto. Meins. Soll ich dir das sagen? Hm? Ich habe ein Auto. Ich habe sogar ein Cabrio. Ich kann es doch. Können wir mitfahren? Nö. Biggie, du kannst es alleine genießen. Sind dann mal weg. Jo. Tschüssi, viel Spaß. Auto. Ja, ich würde sagen, gelungene Überraschung. Ja. Also ich park dann mal den BMW, ne? Ja, park mal, ja. Okay. Ich beende dann mal das Video. So, ich glaube, das war eine sehr gelungene Überraschung. Ich glaube auch, dass der Mama die Schleife gut gefallen hat, was mich persönlich sehr freut. Schaut auch nächste Woche wieder vorbei, weil ich habe ein kleines Fotoshooting organisiert, wo Mama mit diesem Peugeot, mein Vater mit der Julia aus den Millimilia-Videos und ich mit meinem MR2 ein paar sehr schöne Bilder machen werden. Und es wird eine Zusammenarbeit mit zwei anderen Kanälen, also ein richtig großes Video. Und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr das dann am Freitag anschauen würdet. Und damit ihr es nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf
Macht einen Burnout auf dem Like-Button und ich sehe euch am Freitag. Ciao.